Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Unterwegs in Düsterwald. Ja, im letzten Part sind wir in die Fluchttunnel von der Familie der Denkebrack gelangt. Und ja, in diesem Part gibt es jetzt erstmal eine Runde Indiana Jones. Ich bin auf einen Schalter getreten. Ja, genau, sage ich doch. Indiana Jones. Ach, diese Ebene, okay. Ich kann hier nicht speichern, oder? Egal, ich habe ja vorher da unten bei dem Stein gespeichert, weil diese Ebene ist ein bisschen tricky. Ich hoffe jetzt, dass ich die richtigen Antworten auf die Reihe bekomme, sonst könnte das ziemlich nervig sein, weil sonst muss ich kämpfen und ich glaube, die Viecher waren ziemlich stark. Sprecht, Fremdlinge, seid ihr im Namen der Familie Denkebrack unterwegs? Ja. Dann müsst ihr auch die Antwort auf folgende Frage kennen. Dankwart? Mal sehen, was er es so zu fragen hat. Was kann nie verlieren oder verdient werden und wird doch immer verschwendet? Was kann nie verliehen oder verdient werden und wird doch immer verschwendet? Wahrscheinlich die Zeit, würde ich sagen. Aha, ein Rätselspiel, damit kenne ich mich ja schon aus. Na also, die Weisheit der herzoglichen Familie spricht aus euren Worten. Ihr dürft euren Weg fortsetzen. Sehr cool. Ah, ich darf speichern, sehr schön. Natürlich. Wahrscheinlich war die erste Frage deswegen so easy, damit man nochmal eine Gelegenheit hat zu speichern oder so. Ich weiß es nicht. Sprecht, Fremdling. Ihr seid ja ein... Ja, sicher doch. Dann müsst ihr auch die... Die wiederholen sich. Onkel und Brüder habe ich keine. Aber dieses meines Vaters ist meines Vaters Sohn. Moment kurz. Onkel und Brüder hab ich keine. Okay, also kein Onkel, kein Bruder, also. Okay. Aber dieses Mannes Vaters. Also der Vater von dem Mann ist der. Sohn seines Vaters. Ja, ich mache mir da mal eben kurz per Snipping Tool hier, damit ich es nochmal lesen kann, wenn ich die Antworten auch habe. So. Dein Sohn kann es nicht sein, wenn es das deines Vaters Sohn. Ja, das könntest du selber sein, aber nicht dein Sohn. Also dein Sohn fliegt schon mal raus. Dein Opa, das wäre der Vater vom Vater, also nicht des Vaters Sohn. Etwas anderes. Oder keine Frage. Also die beiden fallen raus, ich weiß es jetzt nicht. Ich würde sagen, das ist keine Frage. Ich glaube, das geht gar nicht. Oh, ist halt Eindringlinge, müsst vernichtet werden. Ja, was wäre das gewesen? Zum Geier. Ich kann ihn sicher nicht so laut lexen. Stoßgebet wird sicher nichts helfen gegen die eigene Schutzvorrichtung. Wir sind hier in so finsteren Höhlen, da hilft sicher ein Blitz. Ja, war klar, dass der Dankwart das nicht hinbekommt, aber ey, ich kann den lehnen, sehr schön. Einhalb Höhlen. Okay. Ich hätte vielleicht was anderes nehmen sollen, weil dann hätte ich sehen können, was es noch zur Auswahl gibt. Also der drauf, der drauf. Achso, Tarius geht eh automatisch. Tarius, Tanz der Sonne. Geh einfach drauf. Geht einfach drauf, komm. Oh, das war sehr effektiv.
Ich glaube, die haben halt sau viel Leben. Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht. Das ist schon so lange her. Ja, komm, du könntest eigentlich meine Eilheilzeit zaubern, oder? Ja, komm, mach. Es ist bitte eh nutzlos. Probieren wir mal einen Feuerball. Ja, seht ihr, einen Crit von 306 und der lebt immer noch. Also, ich glaube, der hat eine ganze Menge Leben. Oh, Feuerball ist das Richtige, okay. Also, nochmal so. Nee. 22 sogar, also Feuerball ist echt eine schöne Sache. Ach je, was soll ich dazu sagen? Also, ja, ich glaube, das könnte jetzt noch ein Weilchen dauern. Aber wenigstens habe ich den ja am Anfang zur Seitsäule erstarrt bekommen. Das macht das Ganze etwas einfacher, weil ich glaube, er hat wirklich heftig viel Leben. Ich glaube, den Kampf, den soll man auch gar nicht gewinnen können, aber ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Ich habe das Spiel ja immer nicht gemacht, ne? Das war der liebe Quendi, der das Spiel hier im RPG Maker mit seinen tollen RPG Maker Künsten erstellt hat. Und der kann sich wieder bewegen. Ich glaub's ja nicht. Platzierter Angriff, probieren wir's mal. Das hätte ich eigentlich vorher schon die ganze Zeit probieren können. Ja, seht ihr? Wie viel macht der? 71. Ja, das geht sogar noch. Ich probiere es nochmal den zu lähmen. Und wenn es so weitergeht, dann geht der Lycra bald die Puste, die Magie aus. Oh, der explodiert. Ah, ah, ah. Au, was soll denn die Scheiße? Okay. Gerade so. Du kannst dich doch ein bisschen den Kuh raushängen lassen. Dann sind wir wenigstens lebensmäßig schon mal alle wieder auf komplett Vollheilung. Ja, habe ich hier noch Magietränke, aber auch nicht sonderlich viele. Kann ich denn nochmal speichern? Ich kann. Ja. Nehme ich nochmal die 14. Die 14 wird schon richten. So. Und noch so ein Ding. Lasst euch mal einen neuen Spruch einfallen. Wir sind natürlich immer noch mit dem Namen unterwegs. Warum habt ihr dann meinen Freund abgeschlachtet? Naja, auf jeden Fall. Ja, Frage. Sicher. Was ist schlimmer als der Tod und besser als die Liebe? Die Toten essen es, aber wenn die Liebenden essen, sterben sie eines qualvollen Todes. Schlimmer ist der Tod und besser als die Liebe. Schlimmer als der Tod und besser als die Liebe. Das Satz verwirrt mich. Wie soll das gehen? Schlimmer als der Tod, besser als die Liebe. Die Toten essen es, aber die Lebenden sterben eines qualvollen Todes. Schlimmer als der Tod, besser als die Liebe. Einsamkeit hatte ich mir auch überlegt, aber das ist nicht besser als die Liebe. Erde. Wie soll man da auf Erde kommen? Und Blut, was hat das mit Tod oder Liebe zu tun? Vor allem die Toten essen es? Das könnte Einsamkeit sein. Aber wenn die Lebenden es essen, sterben sie eines qualvollen Todes. Tod durch Einsamkeit. Ja. Aber das ist nicht besser als die Liebe, oder? Oder ist das. Wie soll denn das besser als die Liebe sein? Insofern, dass man keine Zickereien hat, oder wie? Nein. Etwas anderes. Schlimmer als der Tod. Besser als die Liebe. Das kann nicht alles sein. Nichts ist schlimmer als der Tod. Aber nichts ist besser als die Liebe. Wenn die Toten es essen, weiß ich nicht. Aber wenn die
Liebenden es essen, sterben sie eines. Ach, wenn die Liebenden nichts essen, sterben sie eines qualvollen Todes. Und wenn die Toten es essen, dann, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr, was es war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass. Also nichts würde auf die drei, wo ich gerade noch im Kopf habe. Ja, mein Gedächtnis ist nicht das Beste, ich habe schon wieder vergessen, deswegen haben wir vorher ja das Snipping-Tool hier genommen. Aber die drei, wo ich mich noch dran erinnere, auf die trifft's zu. Jawohl. Das ist so schwer gemacht, dass man sich das nicht währenddessen mal angucken kann, aber ja, was will man machen? Die Weisheit der Hessel, ja, das kennen wir. Schön, dann ab ins Körbchen, Fifi. Ich habe nichts gedrückt, noch eine Frage. Aber bei deinen Kumpels mussten wir doch immer nur eine einzige Frage beantworten. Ich habe nichts gedrückt und ist weitergegangen. Hat er noch was gesagt, oder wie? Der Erbe der Dengelbrax kennt alle Antworten. Ja klar, schieß los, alter Junge, wir machen das schon. Es braucht für sich die klare Luft. Doch anderen lässt das Atmen nicht. Das könnte schon mal Feuer sein. Stechend, beißend ist sein Duft. Doch spendet seit. Das könnte es Feuer sein. Feuer, Feuer, Feuer. Das war einfach. Ihr dürft die nächste. Noch eine! Der Kerl sieht nicht mehr aus wie ein Papagei, er redet auch wie einer. Hätte sich euer Ahn nicht ein paar Sätze mehr ausdenken können, dank Gott? Fantasie war noch nie die Stärke meiner Familie. Entschuldigt bitte. Ein paar Scherze unter Familienmitgliedern, sonst nichts. Du kannst weitermachen. Was geht auf und ab und bewegt sich nicht? Die Sonne, die steht immer an einem Fleck und dadurch, dass wir uns mit der Erde drumherum drehen, geht für uns die Sonne auf und ab, aber eigentlich bewegen tut sie sich nicht. Was geht auf und ab, aber bewegt sich nicht? Und Krebs, nee. Das Leben. Der Zeiger einer Uhr bewegt sich. Das Leben. Ja. Wir können uns mit dem Leben mitbewegen, quasi, aber das ist ja nicht das Leben an sich. Falsch! Wo bin ich denn ein Eindringling? Erstmal wieder lähmen, wenn es klappt. Inzwischen weiß ich ja, wie ich gegen die Dinger vorgehen muss. Aber was verstehe ich denn? Vor schwarze Magie. Das ist ja keine schwarze Magie, oder? Halt alle negativen Zustände? Nee. Da rollt halt drauf. Oder habe ich hier noch was, was ich draufschlagen kann irgendwie? Magisches Futter? Nee. Die Feuerkugel. Ah. Ist nur noch sinnvoller als das andere Zeug so. Dann schleudert der nochmal eine und der haut nochmal drauf und sie macht wieder den Feuerball. Wieso ist ihre so wirksam und die Feuerkugel so schlecht? Platzierter Angriff, wenn ich den jetzt nicht so gelenkt bekomme. Ja, irgendwie werde ich hier schon durchkommen, denke ich. Hoffe ich doch natürlich. Ja. Oh, eine Schwachstelle gefunden, sehr schön. Ich weiß nur nicht. Ich hoffe, das explodiert nicht wieder, das Viech. Ich habe keinen Bock, nochmal hier so zu kufen. Jawohl, eine Schwachstelle. Ah, sehr schön. Wenn man weiß, wie, dann ist es einfach. Ich habe die schwere Erinnerung. Gibt aber schöne Erfahrungen. Vielleicht die anderen, die abgehauen sind von mir, den einen dann auch nochmal hier irgendwie angreifen oder so. Hallo du, ich würde dich gerne angreifen. Hallo? Hallo? Scheinbar nicht. Okay.
Dann geht's hier, ach, zur dritten Ebene und die ist heftig, aber die werde ich dann im nächsten Part betreten und zieht sich. Ciao.